Du kannst nicht vor mir fliehen, Rose. Ethan, hartnäckig wie immer. Dad! Rose, verschwinde. Lebe ein normales Leben. Finde Freunde. Niemand wird dich je wieder ein Freak nennen. Aber... Rose, das ist eine Katze, Lüge. Ich lass dich nicht allein! Ich weiß. Ich weiß. Hab dich lieb. Bring dich in Sicherheit. Bitte, bitte, geh! Ethan, du aufsässige Ratte! Ich mach das. Verschwinde! Ich hab's befürchtet. Keine Sorge, Dad. Ich mach das! Glaubst du wirklich, deine Kräfte könnten hier in meiner Welt gegen mich bestehen? Nee, es reicht nur schon eine Pistole. Du kleine Göre. So gern wie du wolltest, dass ich sie loswerde? Ganz sicher sogar! Du bist schon leicht genug. Dann lass mal deine besiegen, auch ohne Kräfte sehen. Kriegen wir hin. Du überlebst. Was würde das nützen? Du kannst deinen Vater retten. Oha. Ihr lebt in verschiedenen Welten. Ja, es wird mal ein bisschen ankommen, den Schuss zu absorbieren. Das funktioniert sehr gut. Das alles ist bald vorbei. Nicht so ganz klappen. Mach dich bereit. Hab keine Angst. Aha. Übergib dein Leben mir. Verstehe. Warum unnötig leid? Es war zu spät. Du wirst bittere Tränen vergießen. Ein bisschen Heilung haben wir noch. Dein Ende. Na toll. Können wir sie jetzt? Wie wär's hiermit? Ich verstehe nicht ganz. Ach du Scheiße. Können wir irgendwie ausweichen? Das bringt nichts wirklich. Es ist eine Schande aufzugeben. Und. Warum na, es bringt ja nicht viel. Diese Bossmechanik ist etwas nervig. Nervig nicht gut. Dann lass mal deine Kräfte sehen. Aha. Weich dem aus. Muss man nachladen. Woher hast du solche Kraft? Munitionslager. All die haben sich wirklich gelohnt. Aha. Du bist unglaublich. So ist wieder dunkel. Warte ab, bis dein Plan unglaublich den Bach runtergeht. Du zwingst mich nicht in die Knie. Verdammt. Jetzt! Rede mal. Nee, Heilung brauchen wir. Ich kreierte die Welt im Inneren des Megas. Ja, mach doch gerne mal noch so ein Ding.
Und zeig. Verdammt. Das ist der Grund, weshalb du es sein musst. Das ist extrem nervig. Okay, okay. Was es auch kostet. Ist irgendwie Munition. Was ich auch tun muss. Ich werde meinen Wunsch erfüllen. Erinnerung bin ich geboren. Jetzt ausweichen hier, die sich doch ein bisschen als schwieriger gestaltet. Verdammt, habe ich zu früh gedrückt. Deine Zeit ist gekommen. Kann ich das hier schon jetzt machen? Das muss ich hier noch finden und hier. Wie verhalten die aus? Unmöglich! Munition ist jetzt eigentlich nicht so das Problem. Verstehst du es noch nicht? Dir ist kein glückliches Ende vergönnt. Sag die verrückte Hexe, die selbst bald am Ende ist. Töte mich. Und du tötest die Einzige, die dich wirklich versteht. Bla bla. Letzte Heilung. Ausweichen ist ja auch nicht so ganz das Ding. Wie kann man das denn stoppen? Haben wir da irgendwie eine Möglichkeit? Nicht wirklich. Du gibst einfach nicht auf. Wie von Ethans Tochter zu erwarten. Die Möglichkeit, mit der du dein Leben verteidigst, macht dich zur perfekten Hülle. Als ob das nicht geklappt hat. Komm an meine Seite. Müsst das nicht dreimal nacheinander können? Wenn ich drei aufgesammelt habe. Du, als ob das verfehlt hat, Mann. Meine Fresse. Jetzt muss ich nur noch sie finden. Wo bist denn du? Warum liegt das auf G? Das verstehe ich auch nicht. Wie trifft man sie damit? Dein Ende. Ja, fantastisch. Ach, Scheißdreck. Als ob sie das nicht getroffen hat. Mag das nicht von vorne. Warum machen. Lehnst du dich auf? Ach, Kacktrick! 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 Als ob. Warum? Hat es jemand nicht getroffen? Ich werde dich stoppen! Blödes Nachladen. Was ist das? Mach's endlich mal. Ich hab nicht Energie für eine Runde. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht noch eine Runde. Irgendwo Munition hier. Du kannst nicht. Es geht schief. Mein Wunsch ist es umgreifen nach. Warte. Rose! Hier drüben! Nimm das. Mach's ihn kalt. Super Power. Verlass dich drauf. Kehre zu mir zurück. Und gib mir deine Macht! Wer
wärst wirklich die perfekte Hölle für meine Eva gewesen. Tja, daraus wird leider nichts. Ich bin keine Scheißhülle. Ich bin nicht irgendeine Kopie. Ich bin ich. Rose. Und du bist erledigt. Meine Eva! Hey, Süße. Oh Gott! Du bist so groß geworden. Auch wenn ich nicht bei dir war, ich habe immer über dich gewacht. Aber ich konnte dich nicht beschützen. Ihres Gesicht. Du hast mich doch beschützt. Die ganze Zeit. Das ist neu. Diesmal nicht. Das war deine Chance. Tut mir leid. Nein. Das war meine Entscheidung. Und ich bereue sie kein bisschen. Wäre ich gegangen, hätte ich niemals so mit dir reden können. Dir in die Augen sehen. In die Augen sehen. Sorry. Also keine Sorge. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Hab dich lieb, Rose. Ich dich auch, Dad. Zurück? Ich bin zurück. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist auch bis jetzt nochmal das Ende von... Und Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Als ob dieses DLC gebraucht haben, um diese Szene zu rechtfertigen. Jetzt wissen wir, warum sie um ihren Vater trauert. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, ich versau's zu sehr. Letzte Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht, die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Ich mach die Szene aber tatsächlich mal ein bisschen sonst? Sinn. Ausgerechnet heute. Nicht viel, aber... Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn.
Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow, war nur ein Witz. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komme klar. Sie ist bloß ein Kind. Du Arschloch. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Ist das denn das erste Mal Zeit? Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Nicht wirklich, aber okay. Ich meine, wir haben nie sein Gesicht gesehen, aber... bis auf die Haare. Wir haben so ein bisschen was von der Nase, ein bisschen von den Ohren gesehen. Und nein, nein, nein. Sie ist ihm nicht ähnlich. Okay, ja. Dann was durchgespielt. Schönes DLC. Aber jetzt noch ein netter Bonus dazu. Hier nochmal durchs Dimitrescu-Anwesen laufen und da Masken sammeln. Dann waren wir nochmal im Puppenhaus. Das war heftig. Das dort eben. Haben dort die Antagonisten aus Resident Evil 7 kennengelernt. Ich hätte es mir gewünscht, dass man da. Ich hatte es eigentlich gehofft, aber das haben wir dann irgendwie abgekürzt, dass man dann nochmal an den See kommt und nochmal irgendwie. Wenn es an die Fabrik nochmal reinkommt, oder wird es da ist das nochmal. Nachdem sie die ersten beiden Gebiete gezeigt hat, dass man die anderen beiden auch nochmal spielt. Das wäre ja zu lang geworden, das wäre ja dann kein DLC gewesen. okay. Oder so. Bisschen schade. Nach wie vor gibt es nicht wirklich Antworten auf gewisse Fragen, die man sich stellt. So ein bisschen hat man es versucht. Warum der Duke jetzt da jetzt in den anderen böse ist, man hat es ein bisschen, ja, eine Illusion von Miranda, aber naja. Ja, das Schwächste fand ich im Hauptspiel wie auch hier im DLC. Diese Szenen, wo man einfach am Ende nochmal Bücher vorgesetzt bekommt und da dann einfach nochmal Sachen drinstehen. Das ist ein Armutszeugnis, wo man nochmal Texte braucht, das erklären. Wenn man selbst im Spiel nicht erklären konnte durch die Spielfiguren, durch die Geschehnisse. Dann kann man es auch lassen. Und das erklärt sich durch die Story. Durch die Charaktere oder vergiss es einfach. Und German Voice Acting. Den deutschen Synchronsprecher. Die haben gar nicht so schlechte Arbeit gemacht. Joa. Zur Hauptstory habe ich schon was gesagt. In den Credits, die wir da geguckt haben.
waschen. Neues Actus. Waschen. Nupagadi. Nupagadi Rose. Ja, großartiges Spiel. Ja, danke fürs Zuschauen, sag ich mal. Ich denke, ich schaue jetzt noch mal, ich schaue zumindest mal ganz kurz in das andere DLC rein. Aber hier schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part oder ja, wenn nicht, dann ich denke, vielleicht werde ich auf YouTube noch ein Part so schneiden, das was wir da, weiß nicht, ob ich den voll kriege. Sollen wir es mal kurz mal antesten, das DLC, das andere DLC. Ja, ansonsten Angeschafft unerfahren Teenie, was? Ergebnis leicht, 3 Stunden 35 haben wir da gespielt. Ja. Ansonsten sehen wir uns nicht im nächsten Part bei dem anderen DC sehen, dann man sieht es hier im anderen Let's Play wieder. Habt noch einen tollen Tag, YouTube. Bis dann. Ciao. Unerfahrener Teenie, was soll denn dieses Achievement? Was für ein Blödsinn. So Rose, unerfahrenes. So. Wir haben hier noch weitere Bonusinhalte. Ein Boni-Shop haben wir hier. Zusätzliche Waffe, das kommt jetzt spät. hätten wir kaufen können. Aktuelle AP für. Okay, das wären. Das Dragon könnten wir uns kaufen. Halbautomat, das sind die Chris-Waffen. Okay, die hätten wir jetzt im Spiel nochmal. Grundspiel, die sollten wir. Okay. Ein Messer. Fantastisch. Kartemodell. Even Winters und Kopf. Ja, Winter. So ist mein Winters Baby. Chris Redfield. Der Duke. Laken. Laken Groß. Was auch immer. Ach, Urias, den haben wir. Das war der große. Lady Dimitrescu. Bella Dimitrescu. Cassandra. Die Schwestern. Mutiert Lady Dimitrescu. Donna Benvento. Ach, das Baby. Mit Amo B. Mutiert Amo. Oh je. Yeah. Karl Heisenberg. Mein Hauler. Ah, die Soldaten, die Robosoldaten. Niemand heftig. Ah, der Propellerkopf. Sturmmeister. Mutiert Heisenberg, Robeisen Heisenberg, Chris Redfield,
Ja, den habe ich in diesem Spiel absolut nicht verstanden. Geldgeklimper, hast du mehr? Junge zieht, okay. Da muss ich mal angucken, wie die ran da. Bah, das wird ja widerlich. Muss mal wieder das Erwachsen. Naja, Erwachsen in Anführungszeichen. Das ist aber die Waffenmodelle. Auch interessant. Custom. Game Währung ausgeben. Reife. Verausgerüstet hat man die, glaube ich, nicht. Das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Wen kratzt's? Eisenmeers Kampffahrzeug, okay. Concept Art. Kann man sich jetzt nicht angucken, weil wir die AP dafür nicht haben? Das ist ja lächerlich. Finde ich großartig. Modelle können wir uns angucken. Even Winters, großartiges Modell. Even Winters. Wir mal ein bisschen zoomen. Ja. Was hatten wir hier noch? Chris Redfield. The Duke. Die Hexe. Icon. Die Goff-Schwestern. Sorry, Vampir-Schwestern. Ach, das Baby. Hier schaut sich nochmal genau an. Gucken wir nochmal ranzoomen. Ach. Weg damit. Der gut schlechte Moro. Ach. Heisenberg. Ach ja, Propeller halt. Das war ja auch was. Okay, gesichtlose Agenten. Die aus irgendeinem Grund Namen haben. Mega Mütze, ich kann uns nochmal von allen Seiten angucken. Appetitlich. Ah ja, Tentakel. Resident Evil 4 des Grüßen. Ja, Filmchen, haben wir noch welche? Nur Resident Evil 7. Witch of Shadows in voller Länge, wer will sich das angucken? Entwickler von Visuals in Resident Evil Village. Produktion. Ja, das wurde hier wieder mit. Ich Dimitrescu. Interessant. So wurde hier mit. Wie heißt das Motion Capturing Verfahren? Aufgenommen. Wie heutzutage für jedes Spiel. Joa. Müssen wir uns jetzt nicht angucken. Können wir auch nicht wirklich. Ethans Geschichte. Chris Redfield. Kameramänner.
ersten Entwürfe von Eve und Mia, als sie noch nicht als Ehepaar geplant waren, sondern als Fremde. Eve hat die Rolle eines Ermittlers und Mia die einer vermissten Person. Aha. Die Charakterdesigns für Resident Evil 7. Wo kriegen wir die hier? Erhielten ein paar Charaktermodelle, die entweder anders oder gar nicht in der finalen Version des Spiels erschienen. Eines davon ist der Hund. Chris sollte eigentlich mittleren Alters sein. Ja, Chris haben sie irgendwie in Resident Evil 7. Aber da, ja, versaut's, aber dazu dann nochmal, wenn sie die Person, die in Resident Evil 7 am Ende Chris sein soll, ist auch irgendwie eher schwierig. Ah, das sind die Bakers. Ich habe mir ein Foto der Bakers, als sich das Bild im Planer befand, waren die Frau Evelyn noch verschiedene Charaktere. Jetzt haben wir jetzt Spoiler zu Resident Evil 7. Ich weiß nicht, ob ich Resident Evil 7 irgendwann mal spielen werde. Die Kämpfe sind schon auch schwierig. Auch auf dem rechten Modus wahrscheinlich. Resi 7. Mal sehen, welche Bilder aus Resi 7. Es geht mal hier ein bisschen schneller durch, weil. So will ich im Resi 7 Shop. Verstehen. Ich weiß nicht, ob das ob Teil 7 für mich was ist. Ist auch ein sehr schöner Teil. Ich lasse mich eines Tages dazu überwinden. Wir sind Evil König Concept Art. Früher Entwurf von Heisenbergs Familie. Aha. Der größte Unterschied besteht darin, dass er eine Familie hat. Heisenbergs ein Zwillingsbruder. Und seine Mutter oder Experimente am menschlichen Hirn, das okay. War wohl dann zu krass. Früher Entwurf des religiösen Führers des Dorfs. Das sieht noch, das erinnert mich ziemlich an. Selbst habe ich es jetzt noch nicht gespielt, aber beim, das habe ich bei anderen gesehen, hier der aus Resident Evil 4 Remake. Doch das hat doch mehr für das Konzeptart von Duke. Das ist doch hier interessant. Die Kutsche von ihm. Überreste der Feinde, die sie zurücklassen. Die Schreibmaschine. Diese Rätseldinger, die wir nicht alle gelöst haben, aber vielleicht machen können. In Artworkers früherer Entwicklungsphase beginnen gab es noch die Idee, dass die Geschichte zwischen dem Dorf der heutigen Zeit und dem Dorf der Zeiten des Mittelalters wechselt. Oh Gott, Zeitreisen, bitte nein. Gut, dass sie es nicht mit reingenommen haben. Ein verworfenes Sein für einen großen Laken, der von der zwei Varkolax an Ketten führt. Verschiedene Laken-Waffen. Laken. Das Concept Art finde ich immer großartig. Dies Anhof zählt einen Tag im Leben von Heisenberg. Nacht für Nacht graben sie den modifizierten Handlager auf dem Friedhof Leichen aus, damit er aus ihnen Soldaten mit seiner Metallarmee machen kann. Aha. Der Bosskampf gegen den mutierten Heisenberg in seiner finalen Form. Storyboard. Storyboard für den Abschnitt, in dem die Spieler die Kontrolle über Chris übernimmt, bis zu dem Punkt, an dem er das Dorf infiltriert. Es gab einen Plan, das Mitglied des Hohen Wolfs kurz einzeln in den Fokus zu nehmen.
Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Umba-Eis, ach, die hat Namen. Das wird einzeln vorgestellt werden. Tundra, Umba-Eis, Logo. Oh Gott, nee, das wäre. Noch einzelne Charaktere, dann die schlecht vorgestellte Charaktere, die dann. Und alle einzelnen spielbar dann noch, das wäre dann am Ende. Jetzt hat man die Szene mit Chris kam ja dann erst, als dann. Jetzt schon alles vorbei war. Ja, Großraum, Concept Art. Bricht immer ein Baker-Vorfall. Ah, hier unsere Achievements.